Oh, Rikers! So, yeah, welcome back to a new stream and flight. New stream and drive on my other channel. Yeah, today we're gonna check out a new add-on for the train simulator classics, the U1 from Hamburg, which was just released today from the developer Altair. Yeah, we are standing here in Norderstedt Mitte. And we taking a U1 in the direction of Central Station, and then after that to Großhansdorf, I think. Yeah, Großhansdorf. So let's close the doors, guys, and let's go. They're already delayed. It's early in the morning here in the simulator right now, so that's why it's a little bit dark. Okay, that's a little bit too dark actually. Let's restart it again and take the scenario in the daylight. This is too dark, I think. Also, my announcements were not working for some reason. Okay, let's go, guys. Nächster Halt, Kikut. Ausstieg rechts. Thank you.
Welcome to Kikhoot. What are you doing? Nächster Halt, Schmalenbeek. Ausstieg links. Was wäre Red Signal? Nächster Halt, Ahrensburg Ost. Ausstieg rechts. Oh yeah, indeed, there is a Red Signal. I should watch the signals.
Nächster Halt, Ahlensburg West. Ausstieg links. Oh, I forgot my face cam, guys. Also, one moment, please, I need to fix my chair. Okay guys, I'm back. Face cam should be also on now. Or maybe not. But now. Oh my god, why is TS so bad program that I always need to go and tap out? Okay, peace guys. Nächster Halt, Buchenkamp. Ausstieg links. Thank you.
Buchen kam unsere nächste Station, guys. It's really long distance between the stations here if you're the outer bands of a U1. If you go in the direction of Central with a tunnel, you have often stations really close to each other, but here we're really far away. Also, which is also really special, is in this part here from the U1 to, I think, Volksdorf or before, I don't know anymore exactly. The track is single track, so not both tracks for left and right. Normally U1 is, of course, with two tracks. Let's passengers boarding and deboarding here from the train, DT5 train. Unfortunately, this screen here, video screen, is not alive, it's just a picture, unfortunately. But maybe it will be updated to a live video or something from a station, maybe. Would be great. Ah, never mind, now it's already dual tracked again. Nächster Halt, Volksdorf. Ausstieg. Volksdorf is already next station. So it was until Buchen come. The sounds, by the way, guys, are really, really accurate. I drive a U1 in real life. I mean, not as a driver, but as a passenger. It's my home U1, so yeah. The next stop is Volksdorf. The U1 is splitting there into two end destinations. So one is Großhansdorf, which you just came from, and the other direction is Oldstedt. And then there's this direction, of course, in direction of Central, and then to Norderstedt, which we are driving.
Nächster Halt, Meindorfer Weg. Ausstieg links. Hey, what's up, Madev? Welcome to the stream. Welcome to U-Bahn Subway in Hamburg. Oh, nice. Why not OMSI? It's also nice. Oh wait, you bought MS 2020? Nice, but can your PC handle that? Okay. Nächster Halt, Berne. Ausstieg links. I mean, you need some add-ons. You need some high fidelity aircraft add-ons. Otherwise, MS 2020, I also will not fly. What the heck is this guy doing here? Just running around?
Nächster Halt, Oldenfelde. Ausstieg links. Yeah, but MS 220 is also really good if you have the right plane. This is what I'm trying to tell you. For example, the Phoenix or the PMDG-77. They had very good updates. And the visuals are just the best, you know, in MS 220. It's 9 over there, right? Yes, that's true. 9:30. Nächster Halt, Farmsen. Moin Rex, willkommen zum Stream, wie geht's dir? Willkommen wieder in Hamburg, aber diesmal eine U-Bahn. Ausstieg links. We are a little bit too late actually. I need to speed up a little bit. We need to be at 47 already in Trabrennbahn. We have already 47. Hey Fancho, was geht ab? Was streamst du denn heute? Sieht man die da oder was?
Wie sollte man eigentlich nicht sehen? Oder bin ich ein bisschen schnell hier in den Bahnhof reingekommen? Oh, 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 oh. Squad. Ah, nice. Können wir gerne machen mit Squad. Aber nicht heute mehr, Bro. Ah, ja, Rex, ist klar, Allergie. Nächster Halt, Wandsbek Gartenstadt. Übergang zur U3. Ausstieg links. Ja, aber nicht jetzt, Bro. Ich fahre gerade U-Bahn. Und ich benutze meine Kamera als Cam. Ah, okay. Ich dachte schon. Ah, sehr nice. Ist deine Freundin momentan bei dir? Fencho? Ja, guys, hört man überhaupt was von der Simulation hier? Hört man überhaupt was vom Sound? Ja, oder? Doch nicht jetzt? Wie gesagt, mein Handy benutze ich als Kamera, du kannst mich jetzt nicht anrufen. Ingame Sound ein bisschen lauter. Nee, habe ich nicht. Sorry. Marokko hat heute gewonnen, ne? In der WM. Ja, das hoffe ich doch. Ah, Parallelausfahrt hier. Nächster Halt, alter Teichweg. Ausstieg rechts. Und ab jetzt geht's in den Tunnel. Dann kommst du eigentlich mal nach Hamburg, Fancho. Also nicht jetzt, nicht im Simulator.
Nächster Halt, Straßburger Straße. Ausstieg links. Nächster Halt, Wandsbek Markt. Ausstieg links. Jo Rex, ist das Game immer noch zu leise, die Simulation? Okay, let me check if this game, the simulation is not, if it's loud enough. So one moment please, guys. Es ist laut genug, ne? Nächster Halt, Wandsbeker Chaussee. Übergang zur S1. Ausstieg links. Einsteigen bitte. Nächster Halt, Ritterstraße. Ausstieg links.
Oops, almost too far. The next station, Wartenau, guys. Nächster Halt, Wartenau. Ausstieg links. Very soon we are reaching the central station. Einsteigen bitte. Nächster Halt, Lübecker Straße. Übergang zur U3. Ausstieg links. Nächster Halt, Lohmühlenstraße. Ausstieg links.
Einsteigen bitte. Nächster Halt, Hauptbahnhof Süd. Übergang zur U2, U3, U4, zu allen S-Bahnlinien und zum Regional- und Fernverkehr. Next Stop, Hauptbahnhof Süd. Please exit here for Central Station. So, Aufstieg ne. Links. Next station, like you can hear, is the Central Station Hauptbahnhof. Nächster Halt, Steinstraße. Ausstieg links. Nächster Halt, Messberg. Ausstieg links.
Nächster Halt, Jungfernstieg. Übergang zur U2, U3, U4, S1, S3, zum Rathaus und zur Alstertouristik. Next Stop, Jungfernstieg. Please exit here for Town Hall and Alster Boat Trips. Ausstieg links. Rex, wir kommen zurück. Nächster Halt, Stephansplatz. Übergang zum Regional- und Fernverkehr, zum Kongresszentrum sowie zum Messegeländeeingang Ost. Next Stop, Stephansplatz. Please exit here for regional and long distance trains, as well as Congress Center and Exhibition Halls, Entrance East. Ausstieg links. Du meinst die Wiener U-Bahn? Das kann ich dir nicht sagen. Muss man aber gleich mal gucken. Ah, cool. Aber nicht als U-Bahn-Station, oder? Nächster Halt, Hallerstraße. Ausstieg links. Du hast eben den Hauptbahnhof verpasst und den U-Bahn-Stieg, als du weg warst. Ah, interesting. Welche Linie? Was soll das denn für eine Linie sein, Nessie?
Findest du, ich fahre gut U-Bahn? Also halte ich mal gut oder was denkst du? Nächster Halt, Klosterstern. Ausstieg links. Bitte beachten Sie den Abstand zwischen Bahnsteigkante und U-Bahn. Ich glaube nicht, dass wir verspätet sind, Rex. 13:16 Uhr sollen wir ankommen und abfahren. Wir sind genau 13:06 Uhr, perfekt um Zeit. Einsteigen bitte. Nächster Halt, Kellinghusenstraße. Übergang zur U3. Ausstieg rechts. Yeah guys, here you need to drive really slowly out, like 40 km per hour, the sign was saying it. Because there's a sharp curve. And now with U1 getting out of the tunnel again. And this next station is Kellinghusenstraße, where the U3 meeting us. U1. Train Sim kostet glaube ich gar nicht viel, aber das Add-on kostet halt recht viel, ne? Das Hamburg Add-on ist gerade auch erst heute rausgekommen. There's the U3 guys, which is also simultaneously drive always in real life. It seems like we are a little bit too late, but that's why it's already going. Einsteigen bitte. Nächster Halt, Gutwalker Straße. Ausstieg links.
Yeah, guys, we are really delayed, actually. Nächster Halt, Lattenkamp. Ausstieg links. Was meinst du, wie du ausschaust? Wieso sieht der denn komisch aus? Das ist eine sehr moderne U-Bahn hier in Hamburg. Das ist der modernste Typ sogar. Mit einem Update kommt auch noch die hier. Die fährt bei uns auch auf der U-Bahn. Das ist die DT4 und das ist die DT5. Und die DT4 kommt auch bald mit einem Update free. Dann kann man die auch fahren. Die hat auch einen sehr geilen Sound. Sieht doch futuristisch aus, oder nicht? Also ich mag die DT5 oder die DT44 auch ein bisschen. Nächster Halt, Alsterdorf. Ausstieg links. Ich weiß nicht, ob es in Wien einen U-Bahn-Add-on gibt. Also ich bin ja schon mal echt mit der Wiener U-Bahn gefahren, ich war ja schon mal in Wien. Aber ich kann mich jetzt nicht mehr ganz so erinnern, wie die aussah. Nee, das Date kann nicht so gut Deutsch. Nee, noch lange nicht. Die U1 ist eine der längsten U-Bahn-Linien in Hamburg. 55 Kilometer, 90 Minuten. Die U1 in Hamburg. Nächster Halt, Sengelmannstraße. Ausstieg links. Was meinst du, geht das für PS4 auch? Ich glaube nicht, Rex. Ich glaube, das ist ein bisschen zu komplex für PS4. Du musst ja hier alles wirklich einmal bedienen, ne?
Nächster Halt, Ohlsdorf. Übergang zur S1. Anschluss in Richtung Hamburg Airport. Next Stop, Ohlsdorf. Change here for Hamburg Airport. Ausstieg links. Hier, das ist Rex. Und hier rechts seht ihr die S-Bahn. S-Bahn Hamburg. Das ist... genau. Berlin? Was soll ich denn in Berlin? Nächster Halt, Kleinborstel. Ausstieg links. Nee, nee, nee. Ich will nicht nach Berlin. Ich will in Hamburg bleiben, beste Stadt von Deutschland. Sehr sicher sogar, ja. Hamburg ist auch etwas schöner als Berlin. Nächster Halt, Fuhlsbüttel. Ausstieg links. Nee, definitiv nicht Rex. Da hast du was Falsches gehört. Aber naja, kommst du auch aus Österreich. Hamburg ist auf jeden Fall die schönste Stadt von Deutschland, würde ich sagen. Und danach kommt München und dann vielleicht Berlin. Das war ein bisschen zu weit gefahren. Ich war mal in Berlin, ja, mehrmals. Genauso wie München. Einsteigen bitte. Einsteigen bitte, Rex.
Die ganzen Ansagen übrigens sind genauso wie in echten Hamburg übrigens auch. Meinst du jetzt Inflation einkaufen? Ja, ist teurer geworden auf jeden Fall. Also vor allem so Billigprodukte, ne? Die Eigenmarken, die waren vorher viel, viel günstiger. Also zum Beispiel Nudeln, ne? Waren vorher 39 Cent und jetzt kosten die auf einmal 99 Cent. What the heck? Stufenweise immer teurer geworden. Ja, hoffen wir mal, dass die Inflation nicht schlimmer wird, ne? Nächster Halt, Langenhornmarkt. Ausstieg links. Die nächste Station, Langenhornmarkt, ist übrigens die Station, wo ich immer aussteige in echt. Wenn ich mit der U-Bahn fahren muss, von meinem, wo ich wohne. Die nächste Station, die wir jetzt gleich halten, Langenhornmarkt. Da steige ich in echt immer ein, wenn ich mit der Bahn zur Stadt muss oder so. Naja, hast du ja eben gesehen. Da, wo du wieder zurückgekommen bist, von da bis jetzt, so lange dauert das? 20 Minuten etwa. Du hast ja Hauptbahnhof ja verpasst, gerade als du zurückgekommen bist. Einsteigen bitte. Ja, Hamburg ist groß, Bro. Die Linie hier, wie gesagt, fährt 90 Minuten, ne? Nächster Halt, Langenhorn Nord. Ausstieg links. Langenhorn Nord. Was bin ich? Was soll das denn sein? Ich bin doch nicht wahnsinnig, Bro.
Nächster Halt, Kiewitzmoor. Ausstieg links. Ah, okay. Hört sich irgendwie voll komisch an, Deutsch. Ja, Rex, nicht mal so weit und dann sind wir auch schon, oh, da steht die Endstation, dann sind wir auch schon 90 Minuten gefahren. Die Zeit fliegt, ne? Danach Omsi mit Thunfisch. Kontrolliere die U-Bahn übrigens mit A und D. Mit A und D kannst du den Schiebregler hier verstellen. Einsteigen bitte. Ist gerade in der Küche, Bro. Nee, Rex. Das Essen mache ich selber, ja. Ich bin der Koch hier. Ich kann sehr gut kochen. Nächster Halt, Ochsenzoll. Ausstieg links. Nice. Komplett selbstgemacht, auch mit Teig und so. Weil ich mache meine selbstgemachte Pizza immer richtig mit selbstgemachtem Teig, nach italienischem Vorbild. 24 Stunden gehen lassen und so weiter. Ach so, okay. Ich dachte, du hast es selber gemacht. Ah, verstehe. Nächster Halt, Garstedt. Ausstieg links. Kochstreams? Ist ja auch mal was, ja.
Rex, aber ich habe schon zwei Channel. Das ist ein bisschen eine Überforderung, oder? Ein Fuchsmacher-Channel, ein Gaming-Channel, dann noch Koch-Channel. Der muss ja auch noch andere machen, Sachen machen und wahrscheinlich bald auch noch studieren. Hey Nessie, welcome aboard. Our triple, our DT5. Ja, so ist es, Rex. Nächster Halt, Richtweg. Ausstieg rechts. Da waren gerade DT2 und DT3, glaube ich. Sehr alte U-Bahn-Modelle, die fahren jetzt mittlerweile nicht mehr auf der U-Bahn. Einsteigen bitte. Alright, Rex, next Station ist Norderstedt. Norderstedt ist auch tatsächlich nicht mehr in Hamburg, sondern in Schleswig-Holstein. Norderstedt Mitte, Übergang zur A2. Endhaltestelle, bitte alle aussteigen. This train terminates here. All change, please. Übergang zur A2. This train terminates here. All change, please. Nessie, are you watching? Rex, are you watching?
Und die ist außerdem dieselbetrieben, nicht elektrisch. Also das ist wie gesagt keine U-Bahn, das ist die AKN, A-Bahn, die nach Schleswig-Holstein fährt. Man kann halt umsteigen hier zu der AKN. Hast du die jetzt gesehen, Nassi? Okay, Rex, dir wünsche ich eine gute Nacht auf jeden Fall. Morgen hast du keine Zeit für den Turkish Airlines Flug, oder? Ja, das war doch ein Scherz, Mann. Es ist spät, Mann. Ich muss schlafen. Ja, 16, 17 Uhr passt natürlich. Da ist schon dunkel in der Türkei. Deswegen machen wir es besser Donnerstag, okay? Einsteigen bitte. Alles klar, gute Nacht. And yeah, guys, have a great, great, great night. I hope you enjoyed the stream here with you one. See you next time. Bye-bye.